Masakatsu Kageyama. Ein passender Name zu diesem Mann. Denn so, wie sein Name klingt, so springt er auch. Masakatsu Kageyama. Hau ruck in seiner Kür und seine Sprünge. Schauen Sie, wie dieser Mann springen kann. Heute Mittag Probleme beim Axel. Was macht er jetzt? Dreifacher Axel Sturz. Und da wird die Kommentatorin Midori Ito, die Weltmeisterin aus Japan, auch eine Schrecksekunde gehabt haben. Was für eine geballte Sprungkraft. Der Mann aus Nagoya springt wie ein Ninja Turtle. Und bis auf den dreifachen Axel ist ihm alles gelungen. Dreifacher Lutz, dreifacher Toe Loop,
Dreifacher Rittberger, dreifacher Flip. Alles war in diesem Programm zu finden, bis auf diesen Sprung eben, der aber sehr wichtig ist. 11 Stück haben ihn im Kurzprogramm probiert, in dem Technikprogramm, und hier stürzt er. Nicht ganz rumgekommen, aber alles andere wir, der dreifache Salchow mit dem doppelten Toll. Neun Dreifachsprünge hatte er in diesem Programm probiert. Einen davon gestürzt, also 8 gestandene Dreifachsprünge. Das ist enorm. Für Midori Ito kann man vielleicht sagen, she opens the door. Sie hat die Tür geöffnet für das japanische Eiskunstlaufen, für seinen Weg in die Welt. Und wir dürfen sicher sein, dass wir in den nächsten Jahren noch mehr Japaner von Weltklasse erleben. Sollte er seinen Platz unter den 10 Besten behaupten, den er nach dem Technikprogramm hatte, dann dürfen im nächsten Jahr bei den Männern auch 2 Japaner am Start sein. Und vergessen wir nicht, 1998 gibt es dann die Olympischen Winterspiele in Japan. Und man wird mit Fleiß und mit Ideenreichtum in vielen Sportarten, besonders auch im Eiskunstlaufen, den Weg Japans bis dorthin vorbereiten. Und mit diesen Noten könnte er sich einen Platz unter den 10 Besten am Ende aussichern. Also momentan